nächste Runde. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Disconnect. Das ist geil. Zurück. Oh Mann. Ladies and Gentlemen, ich fange heute schon an, ein wenig Abwechslung in meine Reaction-Reihe zu bekommen. In den nächsten Videos gibt es aber wieder ein paar Modded-Folgen. Da sind auch wieder ein paar geile Sachen sicherlich dabei. Aber heute habe ich etwas rausgesucht, das ist auch schon sehr, sehr alt. Und gerade viele von euch, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind, kennen das vielleicht noch nicht. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Es wurde umbenannt, nennt sich Poopex Legends. Das ist quasi so ein bisschen eine Verarsche. Comic-Style, geht nur ein paar Minuten. Wo wir den typischen täglichen Wahnsinn in Apex Legends erleben. Ist schon über 4 Jahre alt, das erste Video. Also kurz nach Release von Apex Legends haben sich da schon die ersten gefunden, die sich ein bisschen über dieses Spiel lustig machen. Das ist sehr, sehr amüsant, sehr, sehr lustig. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch hier regelmäßig am Start seid. Und ich bringe auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen Variation in meine Reactions, dass ich nicht nur diese Mods bringe, sondern auch mal ein paar Comics hier. Habt vielleicht auch noch hier und da noch ein paar andere Ideen. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Clips, die richtig, richtig geil sind, oder mit diesem einen Comic. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, erste Folge. Let's go. Hey, we had fun, right? Das ist ein Tisch, viel zu geil. X Canyon, Original. Oh Gott, wer kennt es nicht? Das ist zu göttlich. Mosambik. Ist das stark. Also jetzt nochmal ganz kurz. Wer kennt's nicht? Du hast Teammates, egal ob Randoms oder nicht. Du willst irgendeine Kiste öffnen und es wird dir einfach alles weggelootet. Vor allem, wenn es ein Randy Octane ist, dann ist es eigentlich immer geil. Der pure Hass. Ist das geil. Ist das geil. Ich finde es zu göttlich. Guck, was in der Kiste drin ist. Lila Stuff, lila Helm, lila Körperschild. Scheinlich schnappt sich einfach alles. Oh Mann, es ist so geil. Es ist so geil. Battle Medikit, Extended, keine Ahnung, Mac, Peacekeeper. Mosambik hier. Oh Gott, es ist schon wieder zu stark, Alter. Es ist einfach zu stark. Was soll das Gibi darstellen? Moment, warte mal, jetzt muss ich mal zurück machen. Ja, es muss Gibi sein. Keine Ahnung, wer es sonst sein soll. Dadurch, dass es relativ kurz, ich glaube, nach Release von Apex Legends war. Nächste Runde. Man beachte, es tut mir leid, dass ich immer wieder unterbreche, man beachte, wie Mirage jetzt im Skydive aussieht, schon mit einem fetten blauen Auge. Okay, 2020, na klar. Für mich absolute Wasserspritzpistole. Nächster Sprung. Oh mein Gott. Oh, tatsächlich, wer diesen Gag nicht versteht, ach scheiße, Moment, meine Kamera ist im Weg, ich mache sie ganz kurz weg. Und ich lasse es nochmal laufen, Moment. Oh. Man konnte früher, Moment, ich mache die Kamera wieder an, man konnte früher die Nessies pingen, also wer kein OG Apex Legends Spieler war, am Anfang mit den ganzen Leviathan, die außerhalb von Kings Canyon da im Wasser so rumspringen, man konnte sie mal pingen, es ist verdammt lange her. Jumpship, okay. Und er pickt immer fleißig. Oh.
Naja, das ist dieses typische Random-Ding, wenn du mit Randys spielst. Und jeder macht sein Ding. Einer Jumpship, einer. Toll, Missies. Lifeline mit einer Kippe und keine Ahnung noch, Fleddy. Der Caustic sieht so geil aus. Nächste Runde. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Disconnect. Das ist geil. Zurück. Oh Mann, ist das geil. Oh mein scheiß Gott. Ist das herrlich. Deathbox. Die leuchtet schön gold. Alle drauf. Der heilige Gral. Slums. Nicht Slums. Sümpfe. Keiner in der Nähe, alles klar, erstmal das abchecken. Ist das geil. Ja, ey, so ist es doch wirklich. Moment. Mal gucken. Ja, das wollte ich, genau. Was ist alles drin? Achso, sieht ja jeder dieselbe Deathbox. Eva 8, Wingman, Heavy Ammo. Was? Guck mal, Defense Artifact. Naja, ich möchte jetzt nicht beschreiben, was es ist. Also mit ein bisschen Fantasie und ranzoomen solltet ihr es selber erkennen. Ich möchte das jetzt nicht weiter erläutern. Amorelli.de. Was? Ach, man sieht es auch noch in groß. Es tut mir leid. Okay, ich hätte es mir sparen können. Nächste Runde. Guckt euch den Mirage an. Er ist einfach komplett am Arsch. Oh, scheiße. Ist das stark. Der Mirage hat direkt keinen Bock. Was steckt denn der Wraith bitte im Kopf? Die Lifeline im Hintergrund, kann man das erkennen? Ja, Lifeline einfach mal übelst atzig und keine Ahnung, Gibi darunter nicht weiter spannend, das ist eine Bangalore. Ebenfalls mit solchen Armen. Ja. Jetzt weiß jeder, wo ihr seid. Das macht eine richtige Lifeline aus. Die Ult schmeißen, wenn's passt. Killleader, Previous Champion, Supporter of the Match. Previous Champion. Gibi auf einem Nessie. Sehr geil. Ohne Scheiß. Sehr, sehr geil. Es wird nicht die letzte Folge gewesen sein. Also, bis zur nächsten Folge. Auch da rein. Ciao.